Hallo und herzlich willkommen bei Stumpfes Trumpf. Ich bin der Veit und wir spielen heute Outlast. Ein Gruselspiel, welches gruselig sein soll. Ich hoffe mal, mich überzeugt es. Ich habe jetzt noch extra gewartet. Wir haben es 11 Uhr abends. Und wir fangen mal an. Enthält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke, okay. Wir wünschen viel Spaß, aber das ist natürlich schlecht. Du schlüpfst in die Rolle von Miles Asper. Irgendwie so. Einem Enthüllungsjournalisten, dessen professioneller Ehrgeiz ihm eine Reise durch die Hölle auf Erden beschert. Da du mit Vorliebe Geschichten auf den Grund gehst, um die anderen Journalisten einen großen Bogen machen, hast du dich entschlossen, das dunkle Geheimnis im Herzen der Nervenheilanstalt Mount Massive aufzudecken. Bleibe so lange wie möglich am Leben und halte alles mit der Kamera fest. Du bist kein Kämpfer, um das Grauen in der Nervenheilanstalt Mount Massive zu überleben und der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Bleibt dir keine andere Wahl, als wegzulaufen, dich zu verstecken oder zu sterben. Ja, was ist denn das denn für... Oder zu sterben. Das ist ja keine Option. Gut, fortfahren. Wie schnell fährt er? Ah, Mount Massive Asylum. Wow. Oh, schönes Haus. Da gehen die Lichter kurz aus. Ja. Okay. Schlüssel mitnehmen. Sie kennen mich nicht. Muss mich kurz fassen. Werde vielleicht beobachtet. Ich war zwar 2 Wochen lang als Softwareberater für eine Einrichtung von Murkoff Psychiatric Systems in Mount Massive tätig. Breche gerade alle möglichen Geheimhaltungsvereinbarungen. Aber echt, zur Hölle mit den Kerlen. Schreckliche Dinge gehen da vor sich. Verstehe es nicht. Glaube nicht einmal die Hälfte der Sachen, die ich gesehen habe. Doktoren fassen es Faseln, etwas von Traumtherapie, die zu tief geht. Und dass sie etwas gefunden hätten, das auf sie im Berg gewartet hat. Leute kommen zu Schaden und Murkoff scheffelt Geld. Das muss aufgedeckt werden. Das glaube ich auch. Als furchtloser Reporter. Oh. Eine nette Kamera. Ja, das ist natürlich logisch. Man hält die Kamera auch direkt vor die Fresse, damit man durch den Monitor durchgucken kann. Ah, okay. Wir haben eine Nachtsicht. Wird bestimmt nochmal interessant werden. Steigen wir aus dem Wagen aus. Siehst du, links geht die Sonne unter, rechts haben wir Gewitter oder Wetterleuchten. Nee, ich höre ein Gewitter. Tabulator, dort findest du Notizen. N? Oh, keine Notizen. Habe ich Dokumente? Der Informant, achso, das habe ich ja gerade vor. Oder was? Ein paar Vögel. Wer hat das Tor zugemacht? Kann ich laufen? Ja, ich kann laufen. Wie kann ich jetzt die Kamera anschalten? Ah, E. Hey. Eco. Funktioniert. Wie mache ich jetzt die Kamera an?
XYZ. Ich wollte mir gerne das Nummernschild mal angucken. Ah, hier vorne ist es ja auch. Och, der bückt sich aber tief. Ach so, hier kann man sich unter dem Schreibtisch verstecken. Was im Mülleimer? Oh. Nett, nett, nett. Okay, ein paar Bilder von Kindern. Classified. Und sowas hängt hier am beim Wärter an der Pinnwand. Kann ich irgendwas anklicken? Ah, Rechtsklick kann ich. Zoom. Kann ich auch irgendwie... Ah, Nachtsicht. Hallo? Ja, hier sehen wir einen Computer. Oh, so. So seht ihr es besser. So, nehmen wir mal einfach mal dieses Wärterhäuschen auf. Und damit haben wir alles gesehen und können wieder gehen. Ja, gut. Ne, das muss... Okay, es gibt Überwachungskameras. Und verdammt viele Vögel fliegen hier links. Wo kommen die alle her? Ist das Fliegen in den Süden? Ah, sie scheinen doch zu funktionieren. Aber irgendwie muss ich... Da, geh das wieder rein da. Kann ich die Tür zu machen? Nee. Kann ich jemanden anrufen? Telefonjoker. Hallo? Ah, nee. Atmet so komisch. Ist das so anstrengend, um die Ecke zu gucken? Nein, doch nicht. Was für eine Stromverschwendung. Ich möchte gerne mal wissen, wo... Ach, steht da... Passwort. Oh, da hörte ich gerade den Donner. Der kommt näher. Scheiße. Ja, das war's mit dem LP. Hier geht's nicht weiter. Ja, mal ein kleiner Spaß. Oh, ein Indiz. Hier geht's wirklich nicht weiter. Ein altes, verrostetes Schloss ohne Schlüsseleingang. Aha. Ups. Ich will das nochmal langsam machen. Was ist da denn? Hat er gesoffen? Meine Güte. Ich hoffe, das ist nicht das ganze Spiel über so. Okay. Bum. Du krass, da bin ich beide durchgelaufen. Schauen wir mal hier. Erstmal einmal gegen den Busch strollern. Hm, will er wohl nicht. Oh, auch abgeschlossen. Da habe ich gerade... Da! Grafikbugs. Zwei Stück. Hm, sieht nach einem Militärtruck aus. Ich höre irgendwie Radar. Oh, sogar noch zwei mehr. Mercs. 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 Irgendwie höre ich Radarfunk oder sowas. 6128712 6128712 um da. Hm, schade. Achso, ich dachte gerade, wo kommt der Schatten her? Oh, das ist nicht. Das finde ich nett. Ein kleines nettes Gimmick. Kann ich das denn irgendwie. Ich wollte wissen, ob ich das irgendwie beeinflussen kann, aber anscheinend nicht. Okay, hier wollte wohl jemand rein. Aber wir gucken erstmal, bevor wir da reingehen, ob der Haupteingang offen ist. Mount Massive Asylum. Ja. Mal klingeln. Vielleicht ist ja jemand da.
Hallo? Pizzadienst? Hört mich jemand? Hallo? Zeugen Jehovas? Mit Pizza? Wer hätte das gedacht? Die Tür ist auch zu. Oh, die hatten es eilig gehabt. Der kriegt hier doch schon bald. Okay, er speichert automatisch. Ist auch mal gut zu wissen. Ah, und da sehe ich auch schon mal wieder, wo man ins Haus rein kann. Ich habe es nicht mehr auf. Guck mal, da kann man rein. Videotagebuch Nummer 1. Eintrag Nummer 2. Ich habe mich vorgewagt. Werde schauen, wie ich ins Haus komme. Ich gehe mal davon aus, dass es nicht diese Tür wird. Aha, welche Überraschung. Ja, hinein, hinaus. Erstmal Schuhe sauber machen. Ich will ja nicht dreckig ins Haus gehen. Er läuft von alleine, ohne irgendwelches zu tun. Oder Knöpfe drücken. Da war doch gerade irgendwas, habe ich in den Fenstern gesehen. Dieses Geräusch, ich möchte mal gerne wissen, was das ist. Weil das ist ja so ein Universalgeräusch, wie der Wilhelm Scream, falls jemand das kennt. Ah, ne, noch nicht. Hallo, die Zeugen Jehovas. Okay, also die Stimmung ist echt gut. Achso, ja, Videoeintrag Nummer 3. Ich habe das Haus betreten. Ich habe da irgendwas gehört. Ich werde meine Suche fortsetzen. Scheiße, von der Atmosphäre ist das Spiel nicht schlecht. Meine Güte, hat er hässliche Hände. Von Vögeln. Warum hat man so ein Bild? Oder ist das ein Fernseher? Nee, oder? Ist das nicht mehr schick? Das finde ich ja gut. Hallo. Sind das Einschusslöcher? Oh, jetzt ist schon wieder dieses komische Flaggern. Hallo. Boah.